Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon in der Kristallisierung. Wir sind immer noch in unserer Bodenmonolocke unterwegs und sind hier beim letzten Mal in Anemonia City angekommen, wo wir uns jetzt mit dem nächsten Arena-Leiter fetzen werden. Der hat Kampf-Pokémon. Yay. Und hier an dieser Stelle müsst ihr auch ein bisschen aufpassen. Sobald wir einen Schritt nach vorne gehen, müssen wir nacheinander gegen beide kämpfen. Die haben jeweils einen Kikli und einen Nocturne. Das Nocturne kann, glaube ich, auch Eistyp. Da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. Also das kann halt hier Feuer, Donner und Eistyp. Und ja, ich weiß, dass es Donnerschlag heißt. Und Feuerschlag. Eistyp ist das Einzige, was da rauseckt. Es müsste eigentlich Eisschlag heißen. Was ist denn so schwer an Eisschlag? Okay, könnte mit dem Doppel-S ein bisschen doof aussehen. Dafür haben wir unsere Gift-Typ für die Kampfattacken. Und Eisheap sollte nicht allzu viel Schaden machen, weil Noxon Spezialwert euch mies ist. Und Level Up für Nabel. Guten Tag, der nächste auf unserer Liste. Wie gesagt, er hat jetzt das Nocturne mit seinen pinken Handschuhen. Irgendwie sieht dieses Nocturne komisch aus. Naja, wir bleiben beim Spuckball. Spuckball dürfte noch am meisten Schaden auf die Kampf-Pokémon machen. Zumindest ist es neutral. Ich sag doch, das macht nicht viel Schaden. Natürlich brennen wir! Haben wir eine Antibrandbeere? Wir haben eine Eisbeere. Die Eisbären helfen witzigerweise gegen Brand. So, wir können weiter angreifen. Wo waren wir stehen geblieben? Tja, witzigerweise sitzt da gar kein Eisheap ein. Vielleicht kann er gar kein Eisheap. Ich bin aber davon ausgegangen, dass es das kann. Dann geben wir ihnen ein Eisheap. Sagen wir dem Nocturne aber, wie es aussieht. Tja, von einem Nidoking K.O. geboxt. Gut, wir müssen ins Center. Und wenn ich nach jedem Kampf ins Center rennen muss, ist mir egal. Sollte vielleicht einen Schritt weiter gehen. Dann können wir nämlich ein paar Tränke sparen. So viele haben wir ja immer noch nicht. So. Ab in die Arena. Mal wieder. Haben wir eine Stärke? Also die VM haben wir. Haben wir das jemandem beigebracht? Ist eigentlich voll mies, dass man hier Stärke in der Arena braucht. Ich glaube, das ist die... Naja, nicht ganz die einzige. Prismania City hat ja auch Zersteinerbüsche in ihrer Arena. Eigentlich würde ich sagen, dass es eine der wenigen Arenen ist, wo man VMs innerhalb einsetzen muss. Was sowieso irgendwie voll verdämlich ist. Das ist so Gen 1. Also wirklich. Naja, wenigstens kann Adel hier noch ein Level abkriegen. Irgendwie sieht Maschok ganz schön pummelig aus, ne? Oh, es kann Geowurf. Oh, das heißt, wir können gleich wieder ins Center rennen. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Nee. Was tut man nicht alles für einen reibungslosen Arena-Kampf? Also irgendwie habe ich mir die Arena schwerer vorgestellt, vor allem weil das Nocturne. Da vorne ist auch noch ein Typ, ne? Ich gebe jetzt einen Trank. Ich habe keine Lust, hier x-mal rumzulaufen. So, es muss reichen. Kommen wir zu unserem Stärkeproblem. Wir haben keine Stärke, die wir einsetzen können, nicht wahr? Okay, wer opfert sich? Nadel? Auf keinen Fall. Nadel hat schon viel zu gute Attacken, als sie davon eine opfern wollen.
Wir können unser Trümmerer vergessen lassen. Wir haben eh keine allzu guten Attacken auf Knogger drauf. Oder wir lassen hier Tackle vergessen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir Kiesel noch jeweils was anderes beibringen als die Attacken, die es hat. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Klammergriff lassen wir später durch Eisenschweif vergessen, also halten wir hier auch noch eine Option frei. Ja, wir nehmen Felsen. Da ist Stärke. Ach ja, wir haben ein sehr starkes Team. So, ich meine halt Stärke und Kopfnuss sind halt fast gleich stark. Stärke müsste mehr Angriff haben, aber dafür hat Kopfnuss halt den Zusatzeffekt, den halt Felsen nicht nutzen kann, weil es zu langsam ist. Ja, es ist 10 Punkte stärker. Halt Stärke ist eigentlich keine so schlechte Attacke. Es gibt halt leider Rückkehr. Aber ich bin doof. Ich wollte eigentlich... Wir reden nicht darüber. Irgendwie in meinem Kopf hatte ich den hier schon verschoben. So geht's. Wäre cool, wenn Stärke eine Kampfattacke wäre. Halt so, du musst halt Muskeln haben, um halt Felsen hochheben zu können. So, das hat doch auch was mit Kampf zu tun. So, ich meine, wir haben halt schon ziemlich viele gute Normalattacken. Da wäre das halt echt ein Plus gewesen. Wow. Naja, Mankey hat halt keine gute Verteidigung, ne? Eine Kampfmonolocke in Gen 1. Ja, ich glaube, das wird ein ziemlicher Albtraum. Mit drei Pokémon und einer Psycho-Arena. Könnte doof laufen. Und ich meine, in Gen 2 kann man sich ja wenigstens noch das Rabauz nachzüchten, um die anderen Entwicklungen zu bekommen. Aber alles in einem? Nee, das würde ich nicht empfehlen. Tada! Trank. Ich möchte gerne mit vollen KP in den Arena-Kampf gehen. Okay, Hartwig, komm her. Du hast es also bis hierher geschafft. Lass dir gesagt sein, dass ich ein harter Brocken bin. Meine Pokémon werden dich im Grund und Boden rammen. Pass auf! Hartwig, uah! Oh, warum sage ich überhaupt seinen Namen? Uah! Da, jetzt hast du dich erschreckt. Nee, das hat nichts mit einem Pokémon-Kampf zu tun. Das ist wahr. Komm her, lass uns kämpfen. Bam, 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 bam. Also dafür, dass Hartwig so muskulös sein soll, sieht er hier, finde ich, ziemlich skinny aus. So, du kriegst erstmal einen Spuckball ins Gesicht. Was auch immer wir mit dem Spitzverteidigungsdrop wollen. Normaler Verteidigungsdrop wäre halt so viel besser gewesen. Natürlich trifft er fünfmal und kriegt dabei noch einen Volltreffer serviert. Natürlich! Ja, das ist ja wohl nur mehr als fair. Hallo, Quappo. Wir sollten wechseln. Nebel. Ja, das Quappo kann Surfer. Das wäre sehr eklig für uns geworden. Oh, wir müssen euch einen Trank geben.
Kommt Quappo jetzt mit Wuchtschlag oder mit Surfer? Normalerweise ist seine Strategie halt immer, dass er Wuchtschlag einsetzt. Und dann... also halt Willensleser Wuchtschlag, das ist so seine Kombination hier. Die sind für Schlaf. Oder Hyperheiler? Einen haben wir, na toll. Wir greifen an. Wir überleben den Wuchtschlag. Wir sind momentan nicht verwirrt. Was? Okay, wir werden eine Weile beschäftigt sein mit diesem Quappo. Ich sehe schon. Wie konnte diese Hypnose gerade nicht treffen? Das ist ja echt seltsam. Ja, er hasst Nebel, ne? Gut, dass wir noch die Aufwecker von Jens haben. Ich sollte sie vielleicht auch aufs richtige Pokémon einsetzen. Da ist Nebel. Natürlich trifft er gleich wieder. Na Gott sei Dank hat man Wuchtschlag geht sich so häufig. Das würde ihn auf lange Sicht ausgehen. Aber erst trifft er so einmal, ne? Wir kommen gegen dieses Kabo halt echt nicht voran. Das ist halt echt ein Desaster. Wir können halt vom Glück sagen, dass wir halt ohne Tranklimitation spielen. Guess what? Er trifft den Coinflip wieder. Wuchtschlag hat eine Trefferwahrscheinlichkeit von 50%. Das heißt, er hat gerade zweimal hintereinander einen Coinflip gewonnen. Jetzt müssen wir so durch die Verwirrung kämpfen. Dieser Typ. Er ist nur bedingt nervig. Na, wenigstens werden wir die Aufwecker los. Was willst du tun? Uns geht's eh schon dreckig. Schläfert uns gleich wieder ein. Aber das ist halt echt seltsam, dass vorhin die Hypnose nach dem Willensleser nicht getroffen hat. Setzt jetzt wieder Hypnose ein. Ich mag nicht mehr. Vor allen Dingen, wie er sich halt ganz genau auf unsere Moves abstimmt. So halt... Oh, wir sind wach. So halt, vorhin haben wir direkt einen Hyperheiler gegeben. Und er so, ja, ich sitze will. Sag mal, warum trifft er mit seiner Hypnose so häufig? So halt, was ich eigentlich sagen wollte, so, er hat perfekt abgepasst, dass wir geheilt haben. So, er hat halt quasi, die AI halt quasi geredet, in Anführungsstrichen, dass wir halt einen Aufwecker geben und halt dementsprechend schon gleich wieder Willensleser eingesetzt, um die nächste Hypnose zu treffen. Aber jetzt plötzlich greift er nur noch mit Surfer an. Ich bin echt froh, dass wir die Amnesie eingesetzt haben. Dadurch halten wir ein paar Surfer durch. Quappo hat keinen hohen Spitzangriff. Quappo ist mehr physisch ausgelegt. Wäre es vielleicht möglich, dass wir irgendwann in diesem Universum nochmal wieder aufwachen? Nur wenn es halt nicht so viel verlangt ist, natürlich. Kämen wir denn dahin?
Oh, gut, dass wir geheilt haben. Gott. Vor allem, wir brauchen halt nur noch eine einzige Kopfnuss, ne? Und jetzt landet die Mistkrücke einfach zwei Volltreffer hintereinander. Alter, das geht doch auf keine Kuhhaut. Nevermind, er macht drei Volltreffer hintereinander. Ich glaube, wir haben noch einen Hypertrank, ne? Habe ich den schon gegeben? Ja, sieht's aus. So, wer kann denn ahnen, dass er drei Volltreffer hintereinander landet? Also wirklich. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder auf KP bringen, damit wir noch einen Volltreffer überleben. Irgendwann hat er keinen Server mehr. Wir kriegen ihn halt noch so weit, dass er keinen Server mehr hat, ne? Weil er so viel, verdammt viel Lack mit seinem Server hat. Einfach drei Volltreffer hintereinander. Ich glaube, es hackt. So. Jetzt können wir auch mal ans Angreifen, über das Angreifen nachdenken. Oh, wie schön. So, machen wir es fertig. Blödes Quappo. Alter, ich sag euch, ohne Tränke wären wir hier aufgeschmissen gewesen. Ich hab verloren? Wie wär's damit? Du bist des Faustordens würdig. Dankeschön. Obwohl, wenn wir hier ohne Trankregel reingegangen wären, hätte ich mich auch ganz anders auf den Kampf vorbereitet. Durch den Faustorden gehorchen dir alle Pokémon bis Level 70. Das gilt auch für Getauschte. Außerdem können deine Pokémon Fliegen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Hier, nimm auch dies. Das ist Wuchtschlag. Er trifft zwar nicht immer, aber wenn er es tut, verwirrt er den Gegner. Verpieseln wir uns von hier. Guten Tag, ich hätte gerne meine Fliegen-VM. Ich weiß zwar nicht, wofür wir sie einsetzen wollen, aber ich habe sie mir verdient. Ba, 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 bam. Ja? Ja? Gott, wie viel will die noch reden? Ich will doch nur heilen. Oh ja, Schutz wirklich nur, wow. Ach ja, es gibt doch nichts über einen gewonnenen Arena-Kampf. Alter, dieses Quappo, ne? Keine Worte. Dieses freche Quappo. Einfach drei Volltreffer hintereinander. Das Glück will ich auch mal haben. Wir haben hier noch ein kleines Kämpfchen vor uns. Hallo, Sikun. Was machst du denn in der Ecke? Okay, dann nicht. Jo, Sefi. War das eben nicht Sikun? Ich habe nur einen Blick riskiert, aber ich dachte, ich hätte Sikun auf den Wellen rennen sehen. Sikun ist schön und fabelhaft. Und es rennt durch Städte und Straßen mit wahnsinniger Geschwindigkeit. Es ist wundervoll. Ich möchte Sikun von nahem sehen. Ich habe mich entschieden. Ich kämpfe wie ein Trainer, um mir Sikuns Respekt zu verdienen. Auf, Sefi, lass uns kämpfen. Ein Traumato. Ja gut. Also ich würde sagen, Felsen ist da glasklar im Vorteil. Nicht schon wieder Hypnose.
Und der trifft halt auch wieder, ne? Ist kein Traumfresser. Ja gut. Oh, hat das nicht funktioniert? Oh, Felsen, kein Problem. Also jetzt ein Apollo. Na, hoffentlich keine Paralyse. Geht doch. Also bei unserem Glück heute, ich hätte Paralyse gesehen. Hey, wir waren zweimal hintereinander, weil sich die Flinkklaue aktiviert hat. Felsen ist sehr schnell darin, sich einzubuddeln und wieder rauszukommen. Vielleicht haben wir Glück und das Elektroball explodiert. Flinkklaue! Los, kein Walzer. Oh wow, das hat's überlebt. Wer hätte das gedacht? Hätte irgendwer damit gerechnet, dass Elektroball einen Stab-Schaufler überlebt? Wobei der Anwender des Schauflers noch ein Level höher ist? Na gut, Stalos war jetzt nicht der beste Angriff. Das hat fairerweise mal dazu gesagt. So, haben wir den auch gleich besiegt. Du bist Wahnsinn, Sevi. Danke. Darum sind dir Pokémon so zugetan. Jetzt weiß ich's. Ich werde weiter nach Suicune suchen. Ich bin sicher, dass ich ihm eines Tages begegne. Man sieht sich! Gut, wir können wieder nach Anemonia City zurück. Oder mal gar nicht nach Oliviana. Und da wir kein Flug-Pokémon haben, müssen wir eben zurückschwimmen. Ich meine, soweit sind die... Oh, hier ist ja... Was soll das denn bitte? Warum ist da so eine Begrenzung? Das macht ja mal gar keinen Sinn. So, hä? Wahrscheinlich ist das dafür gedacht, dass du dich dir Suicune auch wirklich von unten näherst und nicht von der Seite. Gott sei Dank ist der Weg nicht so weit. Wir sind gleich schon wieder da. Die Wasserrouten sind kleiner, als sie aussehen. Ich glaube, die haben wir nicht gekämpft, ne? Tja, dann müssen wir gleich eben wechseln. Wir können Felsen nicht gegen Wasser-Pokémon kämpfen lassen. Stellen, du kannst Blubstrahl. Dann müssen wir oder halt Blubber lernen. Müsstest du zu dem Zeitpunkt eigentlich können. Nebel ist ganz offen. Ich muss es gerade suchen. Ja, Aquaknarre kann es auch. So, gab das. Irgendwie erinnert mich der Sprite von Sterndu an den aus Rot und Blau. Das könnte fast dasselbe sein. Ja gut, auf der anderen Seite, wie willst du einen Sterndu sonst darstellen? So viele Möglichkeiten gibt es jetzt auch wieder nicht. Ich meine, hier, Kokowai hat, ich glaube, Gold? Gold und Silber haben ja unterschiedliche Sprites. Hat in Gold, glaube ich, denselben Sprite wie in Gelb. Da ändern sich nur so ein paar Farben. Halt, ne, weil Gelb aus offensichtlichen Gründen keine richtige Farbe hat, sondern halt nur eine Palette. Oder mehrere Paletten. Und nicht so ein Hightech-Ding ist, wie jetzt hier Kristall, Gold oder Silber. Wobei halt Kristall kann man nur auf dem Game Boy Color spielen. Natürlich auf Advance, aber halt Gold und Silber konnte man halt auch in Schwarz-Weiß spielen. Wobei ich mir das halt echt nicht vorstellen kann. Ah, da geht's ja gar nicht lang. Einmal um die Treppe rum. Wir sind gleich oben. Warte, ich wünsche, wir könnten den Aufzug nehmen.
Also das hat Hardgold Soulsilver halt echt viel besser gemacht. Dass wenn man einmal oben war, dass man dann den Aufzug nehmen konnte und nicht nochmal wieder da hoch muss. Sehr viel besser. Wäre das in Sinnoh so gewesen, müsste man in den Sinnoh Remix hier trotzdem die Treppen hoch. Wird diese Arznei Amphi helfen? Das würde ich doch stark hoffen. Sei bitte nicht beleidigt. Amphi nimmt die Arznei nur von mir. Amphi, wie geht es dir? Oh, ich bin erleichtert. Das ist einfach wundervoll. Ich danke dir vielmals. Ich kehre in die Pokémon-Arena zurück. Dolly, wo geht sie hin? Hier ist nichts. So, sie müsste hier mal ganz rumgehen. Wir sind gleich unten. Keine Sorge. Okay, den Arena-Kampf sollten wir noch schaffen. Wir können Sandsturm da einsetzen. Sandsturm braucht ein paar Level. So halt, ich frag mich, was sie halt dagegen einsetzen will, außer Ultraschall. Dann können wir vielleicht noch ein paar Tränke kaufen. Das können wir uns leisten. So halt, wir können ja komplett auf Bälle verzichten. Wir können uns ja eh keine Pokémon fangen. Den einzigen Encounter, den wir noch haben, ist Skorgler. Und da müssen wir erstmal nach Ebenholz City für hin. Und das fangen wir uns erst, wenn wir aus Ebenholz City eh wieder weggehen können. Also wenn wir den 8. Orden haben. Danke für deine Hilfe beim Leuchtturm. Erlaube mir, mich vorzustellen zu dürfen. Ich weiß doch schon, wer du bist. Ich bin Jasmin, eine Arena-Leiterin. Ich setze Stahl-Pokémon ein. Hast du von diesem Typ schon gehört? Er wurde erst vor kurzer Zeit entdeckt. Darf ich beginnen? Ich glaube, dieses "darf ich beginnen" ist ein bisschen falsch übersetzt. Ich glaube nicht, dass sie sagen wollte, ey, lässt du mir den ersten Schlag? Sondern halt, dass sie sagen wollte, wollen wir vielleicht mit dem Kampf anfangen? Es kann super, Schall. Hatten wir das Thema nicht gerade erst? Haben wir noch irgendwas gegen Verwirrung? Sieht nicht so aus. Gut, dann müssen wir durch. Dann Sturm. Hopp, hopp. Ich weiß auch, dass du dich von sowas nicht aufhalten lässt. Aber du brauchst halt dringend die EP. Mal gucken, was sie gedenkt. Oh, was ein Levelunterschied. Wir sollten vielleicht wechseln. Das ist ineffektiv, keine Sorge. Das ist nicht ineffektiv. Ja gut, dann setzen wir eben was Ineffektives dagegen ein. Also halt, ne? Was das Ganze ineffektiv werden lässt. Okay, Felsen. Du bist zwar unterlevelt, aber wir kriegen das hin. Keine Sorge. Alles wird gut. Ja gut. Natürlich trifft das nicht. Ich will vorschlagen, wir machen das Ganze kurz und schmerzlos. Auf Nebel ist es nämlich auch ineffektiv. Und jetzt surfen wir einfach auf der Welle des Erfolges und schwemmen es weg. Charlos Spezialverteidigung ist nämlich echt nicht die beste. Da hilft ihr auch kein Sonntag.
Also doch, das hilft dir schon, aber die Frage ist halt für wie lange. 5 Runden, um genau zu sein. Das Sonnenlicht macht nämlich unser Surfer ein bisschen schwächer. Weil halt das Sonnenlicht, ne, schwächt den Wasserattacken. Aber für einen schmackigen 3K reicht es halt trotzdem. Sag mal, könnt ihr mal aufhören, die ganze Zeit gegen Nebel irgendwelche Volltreffer rauszuhauen? Was hat es euch getan? Ja gut, es besiegt euch, aber davon abgesehen, das ist nicht der Punkt. Ich besiege auch meine Gegner. Kriege ich Volltreffer? Nein! So, jetzt hat sie noch einen Magnetilo. Wer hat denn 4 KP? Nadel hat 4 KP. Dann kommt Kiesel. Sandschirm hatte auch ursprünglich 4 KP. Deswegen wollte ich nämlich ein Pokémon mit 4 KP haben. Oh, wir sind schneller. Gleich erstmal eine Intensität C raushauen. Auf das arme Magnetilo, das doppelt schwach gegen Boden ist. Du bist ein besserer Trainer als ich. Das betrifft sowohl Geschick als auch Feingefühl. In Übereinstimmung mit den Regeln der Liga überreiche ich dir diesen Orden. Der Stahlorden. Der Stahlorden erhöht die Verteidigung deiner Pokémon. Bitte nimm auch das. Die TM23, das ist Eisenschweif. Mit dieser TM kannst du deinen Pokémon Eisenschweif lehren. Das ist gut. Naja, eigentlich ist die Attacke Felsen vorbehalten. Beim Felsen, das einzige Pokémon in unserem Team ist das Step vom Eisenschweif. Kriegt Eisenschweif eine sehr starke Attacke ist. Und ist aber kein Eisenschweif oder eine andere Stahlattacke lehrt. Wobei halt so viele Stahlattacken gibt es auch nicht. Da ist jetzt nicht so viel bei, was es lernen kann. So, den Abschnitt hätten wir hinter uns gebracht. War ein bisschen häufiger, als ich dachte. Aber hey, wir haben es glorreich hingekriegt. Wir machen jetzt erstmal an der Stelle eine kurze Pause. Beim nächsten Mal geht es dann nach Teak City zurück und von da weiter nach Mahagonia City. Der Weg ist nicht weit. Wir können halt einfach rechts von Teak City einfach rüber surfen und den Kesselberg sparen. Dann sind wir da ganz schnell. Und dann geht's auch schon in den Team Rocket Arc. Das heißt, wir werden uns dann als nächstes mit Team Rocket prügeln. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Verabschiede ich mich wie immer mit einem Ciao.